In diesem Video sehen wir uns an, wie du die Wallet-App Sparrow mit deinem eigenen Node verbinden kannst. Die Optionen dazu findest du in den Sparrow-Einstellungen. Und zwar gibt es hier unten den Punkt Server. Da gehen wir mal rein. Und jetzt sehen wir auch schon die verschiedenen Optionen, die wir haben. Zum einen können wir hier über einen öffentlichen Server gehen. Da sagt dir Sparrow aber schon direkt, dass das aus Privacy-Gesichtspunkten keine gute Idee ist, sich zu einem fremden Node zu verbinden. Und deshalb nutzen wir jetzt eine der anderen Optionen, nämlich zum einen könntest du das über die Bitcoin Core RPC-Schnittstelle machen, dass du dich verbindest. Oder, und das machen wir verbinden uns über einen Private Electrum Server. Sowohl der Raspi Blitz als auch Umbrel bieten dir beide einen Elektris, die da laufen. Und wir verbinden uns zuallererst mal zum Raspi Blitz. Da ist es so, seit der neuen Version 1.7 gibt es dieses schicke Connect-Menü. Da gehen wir mal rein und finden da auch schon die Option hier für den Electrum Rust Server. Da gehen wir mal rein. Hier unter dem Punkt Connect findest du dann auch alles, was du brauchst. Und zwar ist vor allem die IP-Adresse das Wichtige. Die nehmen wir uns mal. Die IP kopieren wir mal hier rein. Port ist 50002. Und wir sagen, benutze bitte SSL und sagen, probiere die Connection aus. Und das klappt auch. Wir sehen, wir sind hier mit dem Elektris auf unserem Raspi Blitz verbunden. Super, das Gleiche können wir jetzt auch noch mal für die Tor-Verbindung ausprobieren. Und zwar haben wir hier die Adresse des Hidden Services, der vom Raspi Blitz dafür bereitgestellt wird. Auch die kopieren wir rüber und sagen, teste die Connection. Und was Sparrow an der Stelle recht schlau macht, ist, er sieht, dass im Hintergrund kein eigener Tor-Proxy läuft und startet dann selber einen. Und in dem Fall ist er jetzt dann durch diesen Tor-Proxy eben möglich, sich zum Raspi Blitz zu verbinden. So, auch hier sehen wir jetzt wieder, er ist mit dem Elektris auf dem Raspi Blitz verbunden. Die Alternative dazu wäre, dass ihr schon einen eigenen Tor-Proxy laufen habt und das könnt ihr dann über diesen Toggle aktivieren bzw. ihn dann auch auf die richtige Adresse lenken. So, und genau so funktioniert es eigentlich auch beim Umbrel Node. Da findet ihr hier unter dem Punkt Connect Wallet auch wieder die Informationen für Sparrow. Da könnt ihr euch zum einen hier diese URL kopieren, zum anderen den Port, da seht ihr, dass die 01 am Ende ist und wichtig in dem Fall SSL abwählen. Machen wir mal hier und sehen, diesmal ist der mit dem Umbrel verbunden. Ja, prima. So einfach kann man auch die Wallet-App Sparrow mit seinem eigenen Node verbinden. Das finde ich immer ein sehr wichtiges Feature in Wallet-Apps, um in Sachen Privatsphäre gut aufgestellt zu sein und zum anderen dann eben die Transaktionen über den eigenen Node zu validieren. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und du kannst jetzt auch fleißig deine Transaktionen über den eigenen Node validieren. Ciao!